Guten Morgen alle zusammen. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Willkommen zu unserem weiteren Webinar. Dieses Mal mit Kooperation mit Robos, und es geht um vor dem Druck der beste Hochleistungs-Superpolymer der Welt. Sorry. Ich bin Ihr Moderator, Philipp Binkert. Ich bin der Executive Director vom 3D Model, die lokale und autorisierte Partner von Robos, lokal in Deutschland und auch in die Schweiz. Und heute vom Robos möchte ich gerne Timothy Höhn auch zu begrüßen. Können Sie uns hören, Timothy? Ja, buongiorno, guten Tag zusammen, hallo. Gut, er würde uns auch weiter in Details gehen über die Robos und die Robos-Technologie und wie die haben recht vieles in die Technologie reingesteckt, um die Robos-Maschinen zuverlässig zu machen und qualitative Teile zu produzieren. Nicht auf ein Professional Level, aber auf ein Industry Level. Dieses Webinar wird aufgezeichnet und ich lade euch auch ein, am Ende von der Webinar Frage zu stellen, speziell wenn wir haben gerade hier heute einen Export vom Robos. Nimm die Zeit, würden wir freuen über Kommentar und Frage. Um zu anzufangen, Robos hat ein sehr großes Produktportfolio. Hier haben wir eine Desktop-Version, vom Desktop zu Professional und vom Professional zu Industrie. So daher kann Robos auch eine große Breite von eurer Anwendung und Anforderung abdecken. Und was macht die Robos auch speziell, wenn wir fangen auf in der Desktop-Version von der Robos One? Wir haben ein schönes Professional Desktop mit einem großen Bauvolumen von 280, 220 mal 200 und eine gute Toleranz von 25 μ in der X, Y und auch in der Z. Aber was ist sehr schön ist, der Robos One kann eine große Breite von Material anbieten, vom ABS zu ein Flexmaterial, ABS, Hochleistungs auch Kunststoff vom Carbon PA mit einem hohen Prozent von Mikrofasercarbon, Nylon und auch unser Standard PLA. Wenn wir gehen weiter zu der Desktop-Version, haben wir auch der Robos One plus 400. Und hier können wir auch noch größere Bauteile von 300, 200 und 200, auch mit einer Toleranz von 25 μ in der X, Y und Z-Achse. Und hier können wir auch die Material, der ABS, Flex, Nylon und PLA, inklusive der Carbon PA. Aber wir haben hier, was ist sehr interessant, ist eine Professional Desktop-Version, wo wir können wirklich dieses Hochleistungs-Peak-Material drucken. Weiteres mit dem Portfolio gehen wir in den Professional-Bereich und das mit dem Robos One Extreme. Mit auch ein großes Bauvolumen von 300, 250 und 200. Und mit einer X- und Y-Toleranz von 15 μ und in der Z-Achse von 25 μ. Hier haben wir nochmal ein größeres Bauvolumen und haben wir auch die Flexibilität von verschiedenen weiteren Materialien, wieder bei ABS, PLA, Nylon, Flex, jetzt zusätzlich PP-Material und Carbon PA. Nochmal noch flexibler mit Material. Weiter in dieses Professional Segment haben wir der Robos One Plus 400 Extreme.
gleiche Bauvolumen als die Robos One Extreme. Die Toleranzen sind auch die gleiche, aber mit zusätzlichem Material. Wie gesagt, nochmal mit ABS, Flex, Nylon, PLA, Carbon PA, aber zusätzlich Peak-Material. Und was ist ein sehr interessantes Material, ist nochmal die Carbon-Peak-Material. Peak-Material auch mit Mikrofaser Carbon. Dann gehen wir zu unseren Industrieversionen, die Argo-Series. So, wir fangen an mit der Argo 350. Mit der Argo 350 expandieren wir die Bauvolumen von 350 mal 300 zu 300. Jetzt mit dem Toleranz sind wir noch präziser bei 10 μ. Weiters ist, können wir auch nochmal eine große Breite vom Material. Nochmal die Standardmaterial vom ABS, Nylon, PLA. Dann haben wir weiter so unser Carbon PA. Wir haben Peak und dieses Carbon Peak und Ultim. Und was ist hier auch interessant ist, hier fangen wir an, nicht nur mit Breakaway Supports, aber auch so Soluble Supports. Ja. Und der letzte in der Industrie-Series ist die Argo 500. Hier können wir richtig große Bauteile drucken, von einem halben Meter, wirklich 500 mal 500 mal 500 Millimeter. Und mit der hohen X- und Y-Toleranz. Und wir haben wieder dieses große Breite vom Material, qualitatives Material für die Industrie. Bereich. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt Robos das hin? Und dafür würde ich es gern übergeben zu Timothy. So Timothy, ich werde meine Screen stoppen und Ihnen die Erlaubnis geben. So, jetzt sollte es funktionieren. Wunderbar, ja. Kurzen Moment, dass ich da den Bildschirm teilen kann. So, das müsste jetzt eigentlich alles sehen. Tipptopp, danke. Passt das, okay. Gut, guten Tag miteinander. Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich zum Webinar für den Druck der besten Hochleistungspolymere der Welt. Und dann stürzen wir uns direkt in das Webinar. Angefangen mit der ersten Folie, wo wir auf die Hauptproblematik dieses, ich sage jetzt mal verhältnismäßig noch jungen Gebiets zu sprechen kommen. Die Hauptproblematik der meisten Anbieter von 3D-Drucken und des 3D-Drucks im Allgemeinen sind, ich sage mal für uns zentriert, die oben abgebildeten drei Kernthemen. Um da einzeln durchzugehen, angefangen bei der Druckwiederholbarkeit. Es ist immer nur eine bedingt mögliche Wiederholbarkeit des Druckprozesses eines gleichen Teils über längere Zeit mit der gleichen Maschine möglich. Will also heißen, wenn man vom gleichen Teil spricht und der gleichen Maschine, wenn man das am ersten Tag druckt, dann sieht das Resultat nicht gleich aus, wenn man es mit dem gleichen Teil und der gleichen Maschine nach einem Jahr oder nach zwei Jahren druckt. Da gehen wir dann später noch ein wenig genauer darauf ein. Ein weiterer Punkt ist die fehlende Überwachung, die fehlenden Überwachungs- und Kontrollorgane innerhalb der Maschine, um den Druckprozess und die Qualität zu überwachen, zu analysieren und dann schließlich zu verbessern. Und der letzte Punkt ist die Extrusion von Hochleistungsmaterialien, die, ich sage jetzt mal, speziell für den Metallersatz und weitere sehr fordernde Anwendungen konzipiert wurde. Die Extrusion von Hochleistungsmaterialien ist technisch nur mit sehr viel Know-how und Erfahrung zu bewerkstelligen, dass da auch sehr gute Resultate dabei rauskommen. Und ja, mit diesen drei Hauptproblematiken sehen wir den Anstoß für unsere Lösungen. Und die beschäftigen die aktuellen Entwicklungen noch immer, die stehen also noch immer im Zentrum. Da wir jetzt die Probleme soweit erkannt haben, lassen sich die Lösungen entwickeln.
Das schauen wir uns in den nächsten Folien ein wenig genauer an, da jetzt mit den vier Punkten, die auf dieser Folie aufgelistet sind. Und dann fangen wir direkt mal beim Beltless System an, der, ich sag mal, grundlegendsten Veränderung, dem Feature, das die Robose-Drucker einzigartig macht. Wenn wir uns jetzt zuerst mal dem traditionellen System zuwenden, dann lässt sich eigentlich Folgendes sagen, nämlich, dass das System mit Synchronriemen zwar günstig, jedoch auch relativ schnell Probleme dabei auftauchen können, wie die da beschrieben sind. Also da wird es sehr schnell zu Verformungen, zu Abnutzungen kommen. Auch ein gewisses mechanisches Spiel wird sich dann irgendwann einschleichen. Um Teile für höchstfordernde Umgebungen einzusetzen, können solche Probleme natürlich nicht einfach toleriert werden, vor allem auf die Zeit, auf eine längere Frist gesehen. Und außerdem führt es, ich sag mal, zu einer regelmäßigen Wartung und Justierung der Riemen. Wenn wir uns jetzt an das Beltless-System im Vergleich, es wurde mit Saarstangen und Ritzel realisiert. Und dadurch bringt es eine direkte mechatronische Bewegung der X- und Y-Achsen und die Präzision des 3D-Druckers auf das Niveau von, ich sag mal, fast CNC-Maschinen. Um ein wenig genauer auf die einzelnen Komponenten einzugehen, die Zahnstangen bestehen aus gehärtetem und vernickeltem Stahl und bilden die Basis für dieses Verfahren. Und das Zusammenspiel mit diesen beiden Komponenten ergibt einen sehr hohen Wirkungsgrad und erzielt oder reduziert gleichzeitig die Wartung auch auf ein Minimum. Und die beschränkt sich eigentlich tatsächlich jetzt auch über die Zeit aus gesehen wirklich nur auf das Anbringen von ein wenig Schmierfett. Eine weitere Innovation aus der R&D-Abteilung von Robose ist der HVP-Extruder. Die Abkürzung steht für das englische Wort High Viscosity Polymer. Als Faustregel können wir annehmen, dass je anspruchsvoller das Material ist, desto schwieriger ist es auch, dieses zu extrudieren. Angefangen bei einfachen Polymeren, die ohne größere Probleme extrudiert werden können, wird es ab Technopolymeren immer schwieriger. Einsam an der Spitze sind dann die Superpolymere, die einem, ich sag mal, das Leben sehr schwierig machen, wenn man da auf einen sehr genauen Druck von Teilen abzielt. Und um diese Herausforderungen in Angriff nehmen zu können, musste man einen neuen Extruder einführen. Dieses Extrusionssystem wurde eigens dafür entwickelt, die komplexesten Polymere für die FFF-Technologie drucken zu können. Im Inneren des Extruders ist ein Keramikröhrchen mit einer speziell ausgelegten Reduzierung eingebaut. Diese Reduzierung wurde so modelliert, dass der Widerstand auf ein Minimum beschränkt wird und die Polymerschmelze gleichzeitig beschleunigt wird. Er wird mit einem konstanten Fluss aus Druckluft gekühlt, wie wir hier und hier sehen. Und mit dieser Technik ist es möglich, funktionale und Endbenutzerteile in den Hochleistungsmaterialien wie Peak, Carbon Peak und Ultem mit einer Temperatur von bis zu 450 Grad Celsius zu extrudieren. Ein nicht, ich sag mal, komplett neues, aber doch stark verbessertes Feature, das einige unserer Drucker haben, ist die Heizkammer. Sie beschränkt sich eigentlich auf die Industrial Series, also die Argo-Serie für den Moment. Das System wurde überarbeitet und verbessert, um eine größtmögliche Effizienz zu garantieren. Die Heizkammer wird benötigt, um den thermischen Schock, den ein Polymer bei der Extrusion erfährt, zu minimieren. Dieser thermische Schock, so genannt, der bei der schlagartigen Abkühlung des Polymers stattfindet, kann die Eigenschaften eines Polymers stark reduzieren. Das beinhaltet dann die thermischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften, wie dann auch der ästhetische Aspekt, was extrem gut sichtbar bei Peak-Teilen ist.
Und dies versucht man mit der Heizkammer zu verhindern, indem man die Temperaturdifferenz, also das Delta T eigentlich zwischen Schmelze und Umgebungstemperatur senkt. Für die Heizkammer war eines der größten Probleme, das gelöst werden musste, die Temperaturhomogenität. Oft ist die Ventilation einer Heizkammer nur mit einem einseitigen Wärmestrom konzipiert. Und das führt zu einer ungleichmäßigen Erhitzung und kreiert Hot Zones auf der einen und Cold Zones auf der anderen Seite. Was wir jetzt hier noch ein wenig besser sehen, also wie Sie hier sehen, das Konkurrenzsystem, wie das genau von der heißen Luft umspielt wird und wie das bei uns funktioniert. Mit den Farben wird natürlich angedeutet, dass die Teile gleichmäßig von beiden Seiten belüftet werden. Das System, also unser System, saugt die Luft in der Mitte der Kammer an mit einem Ventilationssystem. Dann werden die beiden Ströme beidseitig erhitzt. Also hier befinden sich auf beiden Seiten Heizelemente. Und auf beiden Seiten aus den Lüftungslöchern geblasen, um einen möglichst homogenen Wärmestrom zu erzeugen. Die Unterschiede der gedruckten Teile sind klar ersichtlich. Um nochmal schnell zurückzugreifen auf das Superpolymer Peak, das bei zu schneller Abkühlung einen dunkelbraunen Stich bekommt. Und also die Unterschiede sind tatsächlich sehr, sehr gut sichtbar. Der thermische Zyklus der Heizkammer lässt sich gemäß dieses Diagramms ziemlich gut darstellen. Also innerhalb von 2 Stunden sollte eigentlich die Heizkammer spätestens auf 180 Grad erhitzt werden können. Dann haben wir die Zeit, wo, ich sag mal, gedruckt wird oder ein Annealing vorgenommen wird, was dann auch immer die Applikation sein wird. In dieser Phase haben wir eine punktuelle Temperaturschwankung von weniger als 3 Grad, also 1,5 nach oben, 1,5 nach unten, das genauer zu beschreiben. Und die Abkühlungsphase, die kann dann in kontrollierten Schritten eingestellt werden, dass da eben der Schock, den das Polymer erfährt, nicht so stark ist. Bezüglich der Prozesskontrolle jetzt zum zweiten Punkt der Kernthematik haben wir mit der aktuellen Firmware das Printlog-System eingeführt. Das Printlog-System speichert jede Bewegung und Operation der Maschine und es kann über das Menü des Druckers direkt aufgerufen werden und auch auf der Maschine direkt kontrolliert werden. Es lässt sich auf einen Memory-Stick laden, um es dann auf einen Computer genauer auszuwerten. Es wird im Editor, es kann im Windows-Editor geöffnet werden. Das System oder die Einträge kommen mit einer genauen Uhrzeitangabe für jede Operation und der Zustand wird im Millisekundenbereich abgerufen. Mit dem System eröffnen sich dadurch natürlich völlig neue Möglichkeiten, Druckprozesse und auch Probleme zu analysieren. Und auf dieses System haben wir schon des Öfteren auch zurückgegriffen, um die Operation zurückverfolgen zu können. Ich möchte nun auf die automatische Z-Achsen-Kalibration und speziell für die AKO 500 auf die automatische Drucktischnivellierung zu sprechen kommen. All unsere Desktop-Production- und Production-Drucker sind mit einer automatischen Z-Achsen-Kalibration ausgerüstet. Das bedeutet, dass man mit einem Extruder oder Folienwechsel nur den Kopf betätigen muss und der Extruder tastet dann automatisch den Abstand zum Drucktisch ab und stellt dabei die neue Distanz ein. Damit lässt sich die Rüstzeit für einen Wechsel auf ein anderes Material immens einschränken und die Druckpräzision ziemlich stark erhöhen. Eine weitere Automatisierung, jetzt exklusiv für die Production, also die Industrial Series, sprich die Argo, ist die automatische Drucktischnivellierung. Mit der Argo wird jeglicher manueller Eingriff für die Nivellierung und Kalibrierung durch Maschinenprotokolle ersetzt. Der Drucktisch der Argo ist mit 4 unabhängigen Motoren ausgestattet, die nach der Abtastung die Planarität des Drucktisches automatisch einstellen. Eine Kalibrierung der Z-Achse und die Nivellierung des Drucktisches war folglich noch nie so einfach wie mit der Argo. Das Vakuumsystem, da
das bei uns verbaut wird, funktioniert folgendermaßen. Die Oberfläche, auf der gedruckt wird, ist die Basis, wie man allgemein weiß, eines jeden gelungenen Drucks. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Oberfläche zu konzipieren. Die besten Ergebnisse speziell für die Superpolymere haben wir mit den speziellen Folien erzielt, die wir für den Druck benötigen. Um diese auf dem Drucktisch zu befestigen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie, ich sag mal, kleben, einspannen etc. und was sonst noch auf dem Markt erhältlich ist. Das Einzige, was uns bis jetzt zwar wirklich überzeugt hat, ist die Befestigung durch ein Vakuumsystem. Das wird mit einem Ansaug in der Mitte des Drucktisches bewerkstelligt. Abgedichtet wird es mit einer speziellen Hochtemperatur-Silikondichtung, die wir hier um den Drucktisch herum sehen. Die Handhabung und das Wechseln der Folien wird mit dieser Technologie sehr einfach und bequem, da kein Klebstoff oder Ähnliches entfernt werden muss. Und durch den gleichmäßigen Ansaug ist auch die Planarität gewährleistet. Eine typische Eigenschaft vieler Kunststoffe, die beim 3D-Druck verwendet werden, ist die Hygroskopie, daher die Fähigkeit, Feuchtigkeit aus der Umgebung aufzunehmen. Das jetzt mal schnell im Überblick: Wenn die Wassermoleküle, die anfänglich an der Oberfläche kondensiert sind, dann in das Innere des Filaments eindringen, interagieren sie mit den Polymerketten, wobei sie die kovalenten Bindungen, also die Bindungen, die das Polymer zu einer langen Kette machen, brechen und neue Wasserstoffbrücken Bindungen bilden. Diese Art der Depolymerisation, sprich die Hydrolyse, beeinflusst die Eigenschaften des Materials und führt zu einer Verschlechterung seiner ästhetischen, chemischen, mechanischen Eigenschaften. Wenn ein noch feuchtes Filament zum Druck gebraucht wird, verdampft das Wasser im Inneren, wodurch im extrudierten Material Luftblasen entstehen. Das Ergebnis ist eine geringe Haftung zwischen den Schichten, eine Verschlechterung der Oberflächenbeschaffenheit, und wie wir hier die einzelnen Blasen hier sehen, Oozing, Stringing, Warping und sogar ein mögliches Verstopfen des Extruders, was wir natürlich zu verhindern versuchen. Da die Hydrolyse-Reaktion reversibel ist, ist es zur Vermeidung der oben beschriebenen Probleme notwendig, die Wasserkonzentration im Inneren des Materials vor dem Druck zu reduzieren. Zu diesem Zweck hat Robose eine Vorrichtung zur Konditionierung der Filamente in die Maschinen integriert, den HT-Dryer, also den High-Temperature-Dryer. Der Dryer ist eine Vorrichtung aus verzinktem Stahl, die dazu dient, die Filamente zu trocknen und ihre Eigenschaften auf stabile und zuverlässige Weise während des gesamten Druckprozesses zu erhalten. Das System ist vollständig in die Drucker integriert, wie wir hier sehen, sodass das Filament eigentlich nur reingelegt werden muss. Der Trocknungsprozess ist kurz in drei Phasen unterteilt. Die Wärmequelle: Die Wärme bricht die Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den polaren Gruppen der Polymerketten und den Wassermolekülen, sodass letztere sich frei auf dem Filament bewegen können. Die eingestellte Temperatur muss je nachdem zu trockenen Polymer geregelt werden. Die Migration der Wassermoleküle vom Kern zur Oberfläche des Filaments. Aufgrund der niedrigen Luftfeuchtigkeit in der Umgebung im Dryer werden die Wassermoleküle durch die Konzentrationsgradienten zum Austritt angeregt. Und schlussendlich die Ausstoßung der Wassermoleküle. An der Oberfläche angekommen werden die Wassermoleküle mit Hilfe eines trockenen Luftstroms aus dem Filament entfernt. Die letzten beiden Folien, sage ich mal, das Gute kommt zum Schluss, sind den Polymeren direkt gewidmet und den Eigenschaften. Wir verfügen im Moment über 13 Polymere für einen großen Bereich von Anwendungen und für eine große Anzahl an verschiedenen Industrien. Dabei reichen die Materialien von Anwendungen für das Quick Prototyping, wie das PLA, bis zu Hochleistungspolymeren für das Metal Replacement wie PEEK und Carbon PEEK, jetzt als Beispiel. Auf dieser Folie stellen wir zwei carbonverstärkte Polymere vor.
Dabei sehen wir auch einige Werte und die dafür verwendeten Testmethoden, wie wir hier für das Carbon Peak und das Carbon PA sehen. Und auf dieser Folie sehen wir die, ich sag mal, die gehobenere Klasse der Superpolymere und die wichtigen Werte für die einzelnen Einsatzmöglichkeiten dieser Polymere. Und wie wir auch hier sehen können, sind gewisse Polymere auch für sehr kritische Gebiete geeignet, wie für die Luft- und Raumfahrt, was natürlich zu einem zu großen Teilen zu wirklich extrem innovativen Anwendungsmöglichkeiten führen kann, also zur Reduktion von Gewichten, was natürlich in der Luft- und Raumfahrt extrem interessant ist. Von meiner Seite sind wir jetzt eigentlich am Ende der Präsentation. Ich danke jetzt an dieser Stelle auch der 3D-Model für die Möglichkeit, uns hier und unsere Produkte vorstellen zu können und den Zuhörern für ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Timothy. Tolle Präsentation. Okay. Jetzt sehen wir wirklich, was Robos hat anzubieten. Stellt eure Frage unten in der F&A oder in der Chat. Ich habe auch eine Frage, Timothy. Wir haben gesehen mit der Argo Series und der 350 und 500, wir haben da die beheizte Kammern, um ein homogenen Peak-Teil oder sogar ein Carbon-Peak-Teil. Wie läuft das jetzt auf die Professional- und Production-Systeme wie die Robos One Plus 400 Extreme? Was würde Robos da empfehlen? Okay, also für den Moment stehen für die Desktop und Desktop Production, also für die Robos One, die Plus 400 und die Extreme Series, gibt es momentan den beheizten Drucktisch, was zu einer, besseren Adhäsion führt und den Bauraum auch zu einer gewissen Temperatur erhitzt. Jedoch steht eine wirtschaftliche und auch technische Möglichkeit dieser Realisation auch für kleinere Systeme im Moment noch nicht zur Verfügung. Wir sind natürlich immer auf der Suche nach Innovationen und Möglichkeiten, wie wir das bewerkstelligen können. Aber im Moment funktioniert eigentlich der Druck ziemlich, ziemlich gut mit den beheizten Drucktischen, da eigentlich mit den kleineren, also vor allem mit der Robos One und der Plus 400, werden hauptsächlich eigentlich nicht super Polymere gedruckt bis jetzt, auf das Peak, was in der Plus 400 gedruckt werden kann. Darum wäre eine Heizkammer mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich sag's mal so. Wird es möglich, vielleicht einen Zusatzofen, um die Annealing zu machen auf die Gerät, auf der Professional und Production System, um so nah anzukommen vom Argo 350 und Argo 500? Direkt ins System integriert, eben muss ich wieder zurückweisen auf das, das Gespräch von vorhin, ist platztechnisch auch ein wenig schwierig. Die Ofen, die vertreiben wir auch selbst. Also da gibt es Möglichkeiten, dieses Annealing mit, zertifizierten Ofen vorzunehmen. Das empfehlen wir eigentlich auch eben für die Superpolymere, wenn die gedruckt werden. Aber das müsste ich jetzt selbst dann auch mit der R&D-Abteilung genau absprechen, wo das die nächsten Innovationen hingehen. Okay. Na, das tönt super. Dass ich habe da auch Möglichkeiten in dieses Bereich. Und
Hat jemand da eine Frage oder auch einen Kommentar, ob ihr möchte gern etwas weiteres wissen, vielleicht für unser nächstes Webinar. Wir sind auch offen für Ideen. Wichtig ist für uns, dass ihr bekommt die Infos, dass ihr braucht oder gewünscht. Und sonst überzeugt euch selbst, frage uns an wegen Bauteile für Muster. Wir haben Geräte bei uns. Bestimmt seid alle auch willkommen nach Italien zu fahren, nach Bali. Das ist auch kein Thema. Ja, es ist auch wunderschön da. Ja, wir haben ganz schönes Wetter im Moment. Und würden wir auch uns freuen über einen Besuch. So, wenn es gibt keine weitere Frage, würde ich sagen, vielen Dank fürs Teilnehmen und hoffe ich auf euch wiederzusehen auf die nächste Webinar. So, okay. Vielen Dank und schönen Tag noch. Danke an die Zuhörer, schönen Tag, danke.